Moin und herzlich willkommen hier bei uns auf dem Kanal vom Bleicher Haus. Heute geht es um die Nazis in Hamburg. Und wenn du dieses Video guckst, weil du das Thema gerade in der Schule hast, dann habe ich eine gute Nachricht für dich. Denn dieses Thema hat was mit dir zu tun. Was genau, das klären wir in diesem Video und dann nochmal in Ruhe am Ende. Also viel Spaß und bleib dran. Ist das Denkmal hinter mir errichtet worden. Es erinnert an die Toten des Ersten Weltkriegs. 1932 hat auch eine Wahl stattgefunden. Und in dieser Wahl haben die Nazis sowohl in Hamburg als auch im Deutschen Reich die Mehrheit gekriegt. Am Ende der Nazi-Herrschaft gab es Millionen Tote, einen Weltkrieg, 6 Millionen ermordete Juden. Und warum das so gekommen ist, das wollen wir in diesem Video beleuchten. Um euch zu zeigen, wie die Nazis an die Macht gekommen sind, wie ihre Herrschaft in Hamburg aussah und welche Konsequenzen das hatte, möchte ich euch eine kleine Reise mitnehmen. Wir wollen ein paar Stationen hier in Hamburg uns anschauen und wir beginnen beim Rathaus. Warum das? Man spricht immer von der Machtergreifung 1933. Aber eigentlich war es keine Machtergreifung, sondern wir haben den Nazis die Macht übergeben, denn wir haben sie gewählt. Bei den Wahlen, die ich eben schon erwähnt habe, wurden die Nazis die stärkste Partei. Das hat viele Gründe. Ein Grund ist, dass das Wahlsystem nicht wirklich effizient war. Es herrschte die Weimarer Republik und in dieser Weimarer Republik gab es sehr, sehr viele Parteien, unfassbar viel Streit, die Regierungsbildung war schwierig und ständig wurde die Regierung wieder aufgelöst und es gab Neuwahlen. Die Leute waren schlicht müde von der Weimarer Republik und haben irgendwie gedacht, dieses demokratische System, das funktioniert nicht richtig. Der zweite Punkt war die Weltwirtschaftskrise von 1929. Die hat auch Deutschland hart getroffen und es gab eine hohe Arbeitslosigkeit. Also haben wir schon mal zwei Punkte. Eine nicht funktionierende Demokratie, eine hohe Arbeitslosigkeit mit Wirtschaftskrise und dadurch gab es schon viel Unmut in der Bevölkerung. Und dann kam ein dritter Punkt dazu, das war das Ende des Ersten Weltkrieges. Der Erste Weltkrieg endete mit dem sogenannten Versailler Vertrag und in dem stand ein Punkt drin, der den Deutschen ganz besonders wehgetan hat, nämlich: Die Deutschen sind alleine schuld am Ersten Weltkrieg. Darüber haben Historiker lange gestritten, aber gefühlt kam es bei den Deutschen so an, als wären sie an allem schuld. Und das haben sich die Nazis zunutze gemacht. Das Ergebnis war, dass sie 1932 hier in Hamburg und auch in Berlin im Reichstag die Mehrheit hatten. Und dann gab es nur noch ein paar Schritte, um sie wirklich an die Macht zu bringen. Es gab genug Leute, die gesagt haben, ach, wir lassen die mal machen, dann entzaubern die sich auch ein bisschen. Und dann hat das mit den Nazis schnell wieder ein Ende. Und genau das hat nicht funktioniert. Und wozu das geführt hat, das wollen wir uns in diesem Video noch mal ein bisschen genauer angucken. Nachdem die Nazis 1932 bzw. dann endgültig 1933 die Macht erhalten hatten, haben sie sofort angefangen, all das zu beseitigen, was zur Demokratie gehörte. Und das geht los bei den Medien. Das geht weiter bei den Künstlern. Und natürlich geht es bei der politischen Konkurrenz weiter, also den Parteien. 1933 wurde nochmal gewählt. Da waren die wichtigsten Parteien der Opposition verboten. Die Künstler und die Medien waren gleichgeschaltet. Und natürlich war das Ergebnis für die Nazis sehr überzeugend. Denn sie hatten jetzt endlich die politische Legitimation, die sie vorher noch nicht hatten. Das heißt, vergesst das Wort Machtergreifung, wir haben die Nazis gewählt. Die Etablierung ihrer Macht, die Ausschaltung von Gegnern, dafür brauchte man eine Institution. Und diese Institution war die Geheime Staatspolizei. Die Gestapo. Und sie fing schon 1933 an, sowohl Hamburg als auch das gesamte Deutsche Reich mit Terror zu überziehen. Und wie das funktioniert hat und wie das aussah, das schauen wir uns bei der nächsten Station an. Hier in den Stadthöfen hatte die Gestapo ihr Hauptquartier. Die Gestapo war die zentrale Terroreinrichtung, mit der die Nazis ihre politischen Gegner verfolgten. Ein wesentliches Instrument dieser Verfolgung war die sogenannte Schutzhaft. Denn bei den Nazis hatte alles eine Rechtsgrundlage. Und so schufen sie eben ein Rechtsinstitut der Schutzhaft. Und diese Schutzhaft hatte zur Folge, dass man verhaftet werden konnte, ohne einen wirklichen Anklagegrund, ohne eine rechtliche Verteidigung und auch ohne ein Verfahren. Das heißt, eigentlich war es sozusagen die papiergewordene Willkür. Und auf Grundlage dieser sogenannten Schutzhaft saßen hier in diesem Gebäudekomplex, in den sogenannten Stadthöfen hier in Hamburg, unzählige politische Gefangene, um sie einzuschüchtern, um sie auszufragen, um sie zum Verrat zu bewegen. Als erstes traf es die Medien, denn man wollte jede politische abweichende Meinung ausschließen. Aber auch Künstler, Homosexuelle und Roma und Sinti sind in Hamburg verhaftet worden und hier bei der Gestapo verfolgt und verhört worden. Der größte Hass der Nationalsozialisten richtete sich aber auf die Juden.
Der Antisemitismus war ein ganz wesentliches ideologisches Element der nationalsozialistischen Ideologie. Die Vorstellung, dass die Juden an allem schuld sein sollen und dass man sie auf jeden Fall verfolgen und ausrotten muss, das ist ein ganz wesentlicher Punkt. Und die Verfolgung der Juden, das nennt man heute den Holocaust, die Juden selbst nennen diese Verfolgung die Shoah, das ist etwas, was einzigartig in der Geschichte ist und was die Nazi-Diktatur von allen anderen Diktaturen und von allen anderen Terrorregimes, die wir auf der Erde kennen, unterscheidet. Deswegen spricht man beim Nationalsozialismus und beim Holocaust auch von einem singulären, einem einzigartigen Genozid, einem Völkermord. Und dieser Völkermord ist unter anderem hier von der Gestapo erdacht und umgesetzt worden. Die Verfolgung der Juden begann schon sofort 1933. Und natürlich, wie es in Deutschland üblich ist, nichts ohne Gesetzesgrundlage. Die Nazis schufen früh Gesetze, mit denen sie die Juden aus bestimmten Ämtern drängten, aus bestimmten Berufen, zum Beispiel aus dem Beamtentum, aus Richterämtern. Sie verfolgten Hochschulprofessorinnen und Professoren, Lehrerinnen und Lehrer. Und all dies nahm hier in den Stadthöfen seinen Ausgang. Hier wurden die Gesetze erdacht, hier wurden sie umgesetzt und hier wurden natürlich auch die Polizisten losgeschickt, die dafür sorgten, dass sie umgesetzt wurden. Das heißt, hier in den Stadthöfen hat die Gestapo angefangen, den Terror der Nazis zu organisieren. Und wir schauen uns gleich im jüdischen Viertel mal die Stellen an, wo die Verfolgung begonnen hat. Hier im Grindelviertel lebten die meisten Juden in Hamburg. Es war aber bei weitem kein jüdisches Viertel. Man schätzt, dass ungefähr 15% der Bevölkerung hier im Grindelviertel Jüdinnen oder Juden waren. Insgesamt lebten in Hamburg ungefähr 20.000 Juden vor dem Krieg. Nach dem Krieg waren es noch 500. Hier im jüdischen Viertel wurden die Juden systematisch erfasst und Stück für Stück ab etwa 1941 in mehreren Transporten in die Konzentrations- und Vernichtungslager abtransportiert. Der Antisemitismus der Nationalsozialisten war so erbittert, dass sie sich fest vorgenommen hatten, jüdisches Leben in Deutschland auszumerzen. So haben sie es auch genannt. Der völlig euphemistische, also schönrednerische Begriff dafür war die Endlösung der Judenfrage. Die wurde systematisch vorbereitet. Die Deutsche Reichsbahn stellte Kapazitäten von Zügen und Gleisen zur Verfügung. Und es gab eine eigene Organisation, die sich mit dem Aufbau und dem Betrieb der Konzentrations- und Vernichtungslager beschäftigte. Das ist systematischer Massenmord, systematischer Genozid. Und der hat natürlich hier im jüdischen Viertel, hier im Grindelviertel in Hamburg, schwere Spuren hinterlassen. Hinter mir seht ihr eine freie Fläche. Dort stand einmal die Synagoge, die Kirche der Jüdinnen und Juden hier in Hamburg im Grindelviertel. Diese Bornplatz-Synagoge ist 1938 in der sogenannten Reichspogromnacht, von der ihr wahrscheinlich in der Schule auch schon mal gehört habt, in Flammen aufgegangen. Sie musste dann abgerissen werden und ist seitdem nie wieder aufgebaut worden. Zurzeit diskutiert man über einen Wiederaufbau der Synagoge. Wenn euch das interessiert, dann schaut mal in den Podcast auf unserer Homepage www.bleicherhaus.de. Da gibt es nämlich eine Folge über die Bornplatz-Synagoge. Hinter mir, das Gebäude, das ihr dort seht, das ist die Talmud-Tora-Schule. Denn natürlich gibt es in einem jüdischen Viertel auch eine jüdische Schule. Das Gebäude hat überlebt, aber natürlich nicht die Kinder, die hier zur Schule gegangen sind und auch die Lehrer. Viele Deutsche haben nach dem Krieg gesagt, wir haben von der Judenverfolgung nichts gewusst. Wir haben das nicht mitgekriegt. Aber wenn man sich überlegt, das hier ist ein dicht besiedeltes Viertel. Hier werden Menschen zusammengetrieben. SS kommt auf Lastwagen, geht die Treppenhäuser hoch und runter und treibt die Menschen auf die Straße. Die Menschen verschwinden und tauchen nie wieder auf. Die Nachbarin nebenan, der alte Herr von oben, sie verschwinden einfach. Und wenige Wochen später wird das Eigentum dieser Wohnung versteigert. Die Wohnungen werden neu vergeben, natürlich an Deutsche. Und die Juden sammeln sich hier im jüdischen Viertel am Platz der jüdischen Deportierten und werden dann zu einem Bahnhof gebracht, von dem aus sie in die Vernichtungslager transportiert worden sind. Und diese Märsche durch die Stadt, die haben die Deutschen natürlich gesehen. Sie wollten nur nicht genau wissen, wo diese Märsche eigentlich endeten und was mit den Menschen passiert, die dort unten an ihren Fenstern vorbeigelaufen sind. Das heißt, das Märchen von wir haben nichts gewusst, wir haben nichts mitgekriegt, wir wussten das nicht, das ist ein Märchen und das ist heute gut bewiesen, dass die Deutschen natürlich sehr wohl wussten, dass die Menschen deportiert wurden. Nicht alle Details des Holocaust sind den Deutschen natürlich bekannt gewesen, aber fragt euch mal selbst, wenn euer Nachbar verschwindet oder die Familie unten drunter, taucht nie wieder auf, wurde von der Polizei abgeholt, stellt ihr euch dann nicht auch Fragen? Das Leben für die Juden in Hamburg und in Deutschland wurde ab 1933 immer schwieriger.
Ich hatte euch erzählt von dem Vertreiben der Juden aus dem Beamtentum oder aus den Hochschulpositionen oder aus ihren Berufen, zum Beispiel als Lehrerin oder Lehrer. Und natürlich haben viele Jüdinnen und Juden auch überlegt, ob sie das Land verlassen. Und viele haben das auch getan, solange es noch ging. Aber natürlich konnten nicht alle fliehen. Die einen hatten nicht das Geld, die anderen hatten nicht die Verbindung. Und irgendwann wurde es auch immer schwieriger, denn auch die anderen Länder waren nicht bereit, Jüdinnen und Juden in unbegrenztem Maße aufzunehmen. Vielleicht klingelt ja irgendwas in euren Köpfen zum Thema Flüchtlinge und Migration. Das war schon damals so. Etwa 10.000 jüdische Menschen aus Hamburg sind emigriert und der Rest ist dann in mehreren Transporten in die Vernichtungslager geschafft worden. Man geht davon aus, dass etwa 8.000 bis 9.000 Juden in den Konzentrations- und Vernichtungslagern getötet worden sind. Nach dem Krieg gab es hier noch eine ganz kleine jüdische Gemeinde von etwa 500 Personen, die entweder im Versteckten überlebt hatten oder dadurch geschützt waren, dass sie mit einem Nichtjuden oder einer Nichtjüdin verheiratet waren. Diese kleine Gemeinde hat dann versucht, wieder jüdisches Leben hier im Grindelviertel aufzubauen. Und inzwischen gibt es wieder mehr Jüdinnen und Juden in Hamburg. Hier am hannoverschen Bahnhof, der heute in der Hafen City liegt und kaum mehr zu sehen ist, hier endet unsere Reise für dieses Video, aber hier begann die Reise der Hamburger Juden in die Vernichtungslager. Das Gleis, das ihr hier seht, endete in Treblinka, in Majdanek, in Belzec oder in Auschwitz. Dort kamen die Juden eigentlich direkt in die Gaskammern. Die wenigen, die noch arbeiten konnten, wurden für Zwangsarbeit missbraucht und der Rest wurde schlicht und ergreifend vernichtet. Für uns endet die kleine Reise durch Hamburg hier heute. Und ich hatte euch anfangs gesagt, dass das etwas ist, was nicht nur für die Schule ist, sondern dass das was ist, was ihr fürs Leben lernen könnt. Und was ich euch mitgeben möchte, ist, die Nazis wurden gewählt. Sie wurden von Menschen gewählt, die vielleicht mit dem einen oder anderen unzufrieden waren und deswegen sagte, ich gebe jetzt mal hier aus Protest den braunen Banden meine Stimme, damit das ganze System hier mal ordentlich durchgeschüttelt wird. Und genau das ist passiert. Aber viel, viel heftiger als diejenigen, die sich das damals so entschieden haben, sich vorstellen konnten. Am Ende hatten wir Millionen Tote durch den Krieg, Millionen Tote durch den Holocaust und das nur, weil man mit Dingen unzufrieden war und extremistischen Kräften seine Stimme gab. Und deswegen, mir ist wichtig, wenn ihr über Politik nachdenkt, wenn ihr über Demokratie nachdenkt, schaut nicht so sehr darum, um welche Themen es geht, sondern schaut vor allem darauf, ob in dem, was da euer politischer Gegenüber möchte, ob da noch Platz für Minderheiten ist, ob Platz für andere Meinungen ist, für abweichende Meinungen. Und wenn das nicht der Fall ist, dann wird es gefährlich. Wenn ich ein System vertrete, in dem die Medien gleichgeschaltet werden müssen, in dem es keinen Widerstand gibt, in dem politische Gegner ausgemerzt werden müssen, damit dieses System funktionieren kann, dann ist es ein schlechtes System. Ein demokratisches System besteht immer auch daraus, dass es Menschen anderer Meinung gibt. Und wenn du andere Meinung hast als ich, dann ist das ein gutes Zeichen, wenn wir beide unsere Meinung sagen dürfen. Wenn einer von uns beiden den anderen vernichten möchte und vernichten kann, dann leben wir in der Diktatur. Das sollten wir beide verhindern und ich hoffe, das ist das, was du heute aus diesem Video mitnimmst. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal bei uns hier im Kanal im Bleicherhaus. Mhm.